Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und endlich, es haben viele danach gefragt, gibt es wieder die 5 Minuten Raw Challenge. Ja, das ist der 6. Teil und ich habe das letzte Video, glaube ich, vor 5-6 Monaten ungefähr gemacht dazu. Wer es noch nicht kennt, es geht darum, dass ihr mir Raw-Dateien zuschicken könnt und ich diese dann in 5 Minuten in Lightroom und nur in Lightroom bearbeiten darf, muss, kann. Und ja, ich habe noch ein paar von diesen RAW-Dateien übrig, die ihr mir damals geschickt habt. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne weiterhin RAW-Dateien zuschicken. Wie das alles funktioniert, steht unten in der Videobeschreibung. Ich habe mir heute wieder 2 Dateien rausgesucht. Das erste Bild ist von dem Ingo und das zweite Bild hier, das ist von dem Alex. Und beide sehr schöne Bilder. Und ich habe jetzt gleich 5 Minuten Zeit, das Ganze zu bearbeiten. Und die Uhr startet genau jetzt. So, also, dieses Bild von dem Ingo, ich muss erstmal sagen, es sieht schon so unbearbeitet komplett geil aus. Also, ich weiß gar nicht so genau, ob man da so viel überhaupt dran machen sollte. Wenn ich mir jetzt hier mal die Daten angucke, also er hat hier mit ISO 2000 fotografiert auf 200 mm Brennweite mit einer Blende von 3.2 und einer 160. Sekunde. Erstmal Respekt, dass du bei 200 mm mit einer 160. Sekunde fotografierst. Also bei mir sehen die Bilder dann immer extrem verwackelt aus. Also ich bin bei 200 mm ungefähr mindestens eigentlich immer bei einer 320. Sekunde, damit ich einigermaßen scharfe Bilder rausbekomme, weil ich zitter auch ungemein. Aber Respekt, dass du das so geschafft hast. So, ich will jetzt aber auch gar nicht zu viel quatschen, weil die Zeit ja auch schon läuft. Ich werde jetzt hier einfach mal so ein bisschen rumprobieren. Also ich werde jetzt die Tiefen ganz bisschen aufhellen, die Lichter ein ganz bisschen abdunkeln und dann natürlich aber hier so ein bisschen Kontrast wieder aufbauen, indem ich hier den Weiß- und den Schwarzpunkt noch setze. Insgesamt auch noch ein bisschen Kontrast reinbringe hier. Das Bild sieht einfach so schon extrem cool aus. Ich überlege gerade, ob es vielleicht sogar ein bisschen zu gesättigt ist und deswegen nehme ich hier so ein bisschen Dynamik raus. Und dann werde ich hier mal gucken, von den Hauttönen her wirkt sie sehr orange. Ich denke nicht, dass die Haut so ausgesehen hat, sondern ja, eher so ein bisschen noch Richtung Gelb hier. Also so ein ganz bisschen. Man darf das halt, man muss echt aufpassen, man darf das nicht übertreiben. Aber ich denke mal, dass man hier so ein bisschen das Orange rausnimmt, indem man hier so den Rot- und den Orange-Kanal vom Farbton her so ein bisschen verändert. Ich denke mal, so passt es deutlich besser. Und also ein ganz bisschen Sättigung nehme ich dann hier auch nochmal raus, einfach damit die Haut so ein bisschen gesünder aussieht. Weil natürlich kommt hier sehr viel Scheinwerferlicht rein und da verfälscht das Ganze sehr, sehr schnell. Und ich denke aber, dass so die Haut wesentlich besser aussieht. In der Gradationskurve werde ich jetzt mal gucken, ob ich hier noch was mache. Das heißt, ich werde jetzt hier vielleicht mal das Ganze so ein bisschen anheben und dann natürlich auch wieder hier Kontrast reinbringen, aber so ein bisschen die Schwarzwerte anheben einfach, um so einen coolen Look zu erzeugen, den ich extrem feiere in letzter Zeit. Vielleicht hast du das schon mitbekommen, aber so eine ganz kleine S-Kurve baue ich hier einfach mit rein. So, dann werde ich mal gucken, also ich werde auf jeden Fall das Bild noch so ein bisschen schärfen, allerdings nicht zu doll, denn sonst rauscht es natürlich auch sehr stark. Also ich werde jetzt hier mal nur auf einen Betrag von 60 gehen und das Ganze dann natürlich auch wieder maskieren. Ja, ich denke mal, so passt das schon ganz gut. Wenn ich jetzt hier mal zu 100% reinzoome, der Schärfebereich ist natürlich extrem klein, ne? Bei 200 mm und einer Blende 3.2 ist das natürlich extrem klein, dieser Schärfebereich. Und man sieht auch hier schon, dass die Augen nicht 100%ig scharf sind, sondern eher so der Ohrring hier, beziehungsweise der Mund hier so im hinteren Bereich. Das ist eigentlich so der Schärfepunkt, beziehungsweise da liegt der Fokuspunkt. Das ist halt extrem schwierig, da wirklich exakt zu treffen. Von daher alles gut. Die Profilkorrekturen werde ich noch aktivieren, wenn da überhaupt was kommt. Ich weiß jetzt nicht genau, mit welchem Profil, mit welchem Objektiv du fotografiert hast, aber das scheint er hier gar nicht zu erkennen. Ja, sagt er hier auch, passendes Profil kann nicht automatisch gefunden werden. Macht aber nichts. So eine kleine Vignette werde ich jetzt hier noch mit reingeben, um das Bild einfach noch so ein bisschen zu lenken, beziehungsweise um den Betrachter vom Bild noch so ein bisschen zu lenken. Und so ein bisschen Dunst entfernen gebe ich auch mal ganz gerne noch mit dazu, einfach um so ein bisschen Kontrast noch aufzubauen. Und jetzt würde ich einfach mal gucken, was jetzt hier wir in der Kamerakalibrierung noch machen können. Wenn ich jetzt hier einfach zum Beispiel mal auf Porträt gehe, dann wird das ganze Bild an manchen Stellen noch ein bisschen heller, was mir sehr gut gefällt. Allerdings müssen wir natürlich aufpassen, dass die Lichter hier nicht zu stark ausbrennen. Deswegen nehme ich die hier oben noch mal so ein Stück weiter runter. Und ich denke mal, so passt das schon ganz gut. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch was machen müssen. Ganz ehrlich, also das Bild sah halt vorher schon extrem cool aus.
da muss man eigentlich gar nicht viel machen. So sah es jetzt vorher aus, so sieht es jetzt nach der Bearbeitung aus. Ich habe halt einfach die Hauttöne noch so ein bisschen angepasst, so ein bisschen Sättigung rausgenommen, weil ich finde es halt sehr stark gesättigt und ganz so stark gesättigt mag ich es halt nicht. Von daher, aber ansonsten muss ich hier echt sagen, sieht es so schon extrem cool aus. Und da würde ich auch gar nicht mehr viel anderes machen. Also hier vielleicht die Blauwerte noch so ein ganz bisschen nach rechts schieben und die Rotwerte noch so ein bisschen nach rechts. Einfach nur mal gucken, wie es aussieht. Jetzt müssen wir mal gucken, dass sie nicht zu gelb wird im Gesicht. Ich denke mal, so kann man es lassen. So, jetzt bin ich eigentlich schon durch. Ich habe zwar noch 20 Sekunden, aber ganz ehrlich, ich würde das Bild einfach so lassen. Ich finde es echt extrem cool. Vom Beschnitt her ist es eigentlich auch cool. Die Hand ist halt ein bisschen angeschnitten, aber das macht in dem Fall überhaupt nichts. Ich würde vielleicht sogar noch so ein ganz bisschen weiter so gehen. So ein ganz bisschen das noch ausschneiden. Ja, gefällt mir fast noch besser. Und jetzt sind die 5 Minuten eh um. Und ja, ihr hört es im Hintergrund, mein Timer ist abgelaufen. So ist das Bild jetzt von mir nach 5 Minuten bearbeitet, auch mit viel Reden zwischendurch. Ich zeige dir nochmal das Vorher-Nachher-Bild. Also so sieht es vorher aus der Kamera direkt. Und so sieht es jetzt mit meiner Bearbeitung aus. Ja, das war die erste Bearbeitung. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Jetzt gehen wir gleich rüber zum zweiten Bild. Das hat der Alex gemacht. Ich stelle mir jetzt hier meinen Timer wieder auf 5 Minuten und sage jetzt einfach mal, los geht's. Also, du hast hier ein sehr, sehr schönes Bild, wie ich finde, mit auch einer sehr schönen führenden Linie hier ins Bild rein. Hast dich also sehr gut positioniert. Gefällt mir auch gut hier mit dem benutzten ND-Filter, dass du hier das Wasser schön glatt gezogen hast, dass hier keine extra Textur drin ist, die den Betrachter vielleicht so ein bisschen ablenken könnte. Ich gucke jetzt hier gerade mal auf die Werte. ISO 100, 56 mm, Blende 22 und 30 Sekunden. Ich weiß nicht, ob du einen ND-Filter verwendet hast oder tatsächlich hier das nur über die Blende gelöst hast, dass du hier 30 Sekunden belichten konntest. Blende 22 ist schon sehr weit geschlossen und ich finde immer, dass da zumindest meine Objektive mal wieder so ein bisschen an Qualität verlieren. Aber da musst du einfach mal gucken. So, ich werde jetzt als erstes die Tiefen so ein bisschen aufhellen und die Lichter tatsächlich auch ein bisschen anheben, weil das Bild so flau ist. Wir haben hier halt im Histogramm gar keine Weißwerte und von daher werde ich das jetzt hier alles mal so ein bisschen weiter nach rechts ziehen. Vielleicht auch die Belichtung insgesamt noch so ein Stück nach oben. Ja, gefällt mir so eigentlich schon ganz gut. Vielleicht mache ich sogar ein Schwarz-Weiß-Bild draus, muss ich mal gucken, weil die Farben an sich sind jetzt, ja, so, die gehen, also ist okay, aber es ist jetzt halt nichts mega Besonderes und da ist immer so mein persönliches Rezept, das Ganze einfach in Schwarz-Weiß umzuwandeln. Und da kann man echt teilweise noch richtig gute Sachen rausbekommen. Ich mache das jetzt hier einfach mal, Schwarz-Weiß. Und dann sieht man auch schon, wenn man es Schwarz-Weiß macht, dass der Himmel dann schon wieder viel zu hell ist. Da kann man das Ganze dann schon wieder so ein bisschen runterziehen. Ja, gefällt mir so schon wesentlich besser. Das ist halt immer so das Ding, ne? Wenn man Farbe macht, dann sieht das ganz anders aus als Schwarz-Weiß. Von daher passt das so schon alles. Ich nehme ein bisschen Klarheit rein, also so ungefähr plus 15. Einfach, um hier die Details in den Wolken noch so ein bisschen hervorzuheben. Gefällt mir so schon ganz gut. So, dann werde ich jetzt hier in den Gradationskurven das Ganze hier wieder so ein bisschen in den Schwarzwerten anheben, in den Weißwerten so ein bisschen abdunkeln und dann hier meinen Kontrast in den Mittelwerten wieder aufbauen, dass wir hier eine richtig schöne S-Kurve drin haben. Ja, das gefällt mir jetzt schon richtig gut vom Look. Ich werde jetzt hier auch mal gucken, dass ich noch so einen Verlaufsfilter reinziehe und da einfach die Belichtung mal so ein bisschen ins Minus ziehe. Mit gedrückter Shift-Taste den ganzen hier runterziehen. Genau. Und damit den Himmel einfach noch so ein bisschen abdunkeln. Und dann kann ich mir auch hier einen Pinsel nehmen und tatsächlich das Ganze wieder so ein bisschen rausmalen. Indem ich hier einfach die Alt-Taste drücke. Und dann kann ich jetzt hier die Belichtung aus dem Turm oder beziehungsweise aus der Kirche, ich weiß gar nicht, was es genau ist. Ist es ein Dom? Ist es eine Kirche? Kann man das Ganze hier so ein bisschen wieder rausnehmen. Perfekt. Ja, was das angeht, bin ich ein bisschen ungebildet. Also vielleicht kann das mal jemand in die Kommentare schreiben, wo das ganze Bild aufgenommen wurde. Ich erkenne es jetzt gerade nicht. Ich war zumindest noch nicht an diesem Ort. Und von daher, schreibt es mal unten in die Kommentare, woher dieses Bild kommt, beziehungsweise wo es aufgenommen wurde. Würde mich jetzt echt mal interessieren. Ich werde jetzt das ganze Bild schärfen, wieder auf meinen Standardwert von 80. Das Ganze natürlich wieder mit gedrückter Alt-Taste ein bisschen ausmaskieren, damit wir hier auch tatsächlich wirklich nur das schärfen, was wir schärfen wollen. Und die Profilkorrekturen werde ich noch aktivieren, die chromatischen Aberrationen werde ich noch entfernen. Gucke jetzt hier auch nochmal auf die vertikalen Linien, die sehen alle schön gerade aus, also das passt alles. Und ja, so eine kleine Vignette werde ich auf jeden Fall noch ins Bild reingeben. Gefällt mir auch ganz gut. Jetzt werde ich mich hier mal noch ein bisschen um den
Zuschnitt kümmern, denn ich denke mal, dass man hier so ein bisschen mehr ins Panorama gehen kann sogar. Also ganz oben und ganz unten sind eigentlich so Sachen, die braucht man jetzt nicht unbedingt. Und von daher würde ich das jetzt hier einfach mal so ein bisschen mehr ins Panorama noch bringen. Wir haben hier immer noch genug Vordergrund, selbst wenn ich hier unten relativ viel abschneide. Und jetzt habe ich hier so ungefähr den Horizont auf die untere ein Drittel Linie gelegt. Und das gefällt mir einfach vom Zuschnitt her besser. So, ich habe noch eine Minute. Werden wir gucken. Ich werde jetzt hier noch den Dunstentfernregler so ein bisschen mit reinbasteln. Und damit einfach noch so ein bisschen mehr Kontrast aufbauen. Gefällt mir immer sehr, sehr gut. Und vielleicht hier sogar auf Camera Landscape. Da kommt normalerweise immer sehr viel mehr Kontrast noch bei raus. Ja, gefällt mir ganz gut. Ich schau mal, was Camera Monochrom sagt. Was dabei rumkommt. Gefällt mir fast noch besser. Wobei der Himmel hinten relativ hell dadurch wird. Das gefällt mir an Camera Landscape eigentlich besser, dass der Himmel da einfach im Hintergrund so ein bisschen dunkler ist. Ich glaube, ich lasse es bei Camera Landscape. Ja, so gefällt mir das Bild echt schon gut. Ich schaue mal gerade, ob noch irgendwas zu machen ist. Vielleicht so ein paar kleine Spots hier noch reinbasteln, um hier so ein paar Lichteffekte noch einzubauen. Gefällt mir hier ganz gut. Und vielleicht noch einen hier drüben. Hier nochmal gucken. So, jetzt ist die Zeit auch eh um. Das heißt, ich muss jetzt hier an der Stelle abbrechen. Aber hier diesen Spot, den mache ich noch schnell rein. Ich hoffe, das erlaubt ihr mir noch. Dann mache ich das Ganze hier noch von der Belichtung ein bisschen weiter runter, damit man es nicht ganz so krass sieht. Und das ist jetzt meine fertige Version von diesem Bild. Ja, es ist wie gesagt wieder persönlicher Geschmack. Es ist jetzt einfach mal meine Bearbeitung. Ihr könnt auch gerne eure Bearbeitung bzw. eure Vorschläge für die Bearbeitung mal unten in die Kommentare posten. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich mache jetzt hier nochmal die Vorher-Nachher-Ansicht. So sah es vorher aus der Kamera. So sieht es jetzt mit meiner Bearbeitung aus. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn dem so ist, dann kannst du dem ganzen Video gerne einen Daumen nach oben geben. Schreib mir in die Kommentare, was du gerne für Videos sehen möchtest. Und abonniere den Kanal, falls du noch nicht getan hast. Und empfehle das Video auf jeden Fall natürlich auch deinen Freunden, damit die das auch sehen können. Ansonsten viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten deiner Fotos. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.